versteht und auch gern auf Wolken steht. Das ist Marina, Checkerin Marina. Okay, Leute, hi. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich hänge hier einfach nur ab. Das ist aber überhaupt nicht so, weil heute geht's richtig, richtig zur Sache. Guckt mal. Voll krass, oder? Okay, kannst mich runterlassen. Darf ich vorstellen? Das ist Sandra. Hallo. Und Sandra ist die stärkste Frau Deutschlands. Guckt euch mal diese krassen Muckis an. Mega krass, oder? Und genau darum geht's nämlich heute auch, um Muskeln. In jedem von uns stecken mehr als 650 Muskeln. Der Bizeps ist wahrscheinlich der bekannteste. Ich mag aber auch die vielen kleinen Muskeln in den Fingern, die uns feine Bewegungen ermöglichen. Und die Muskeln in der Zunge sind super. Dank unserer Muskeln können wir uns bewegen. Sie halten uns aufrecht und sogar zum Atmen und für die Verdauung brauchen wir Muskeln. Wer seine Muskeln trainiert, hält sich fit und den Körper gesund. Ich treffe heute Sandro und Sandra. Sandro zeigt mir, wie unsere Muskeln aussehen und zusammen checken wir, wie unsere Muskeln zusammenarbeiten. Und Sandra, sie ist die stärkste Frau Deutschlands. Sie fordert mich zu einem Kraftparcours heraus und mit ihr checke ich, wie man stärker wird. Ihre große Herausforderung für mich, ich soll einen LKW ziehen. Also, seid ihr alle fit? Hier kommt der Muskelcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wo habe ich sie denn? Ach, du hast die. Was ist denn los? Kriegst mich auf. Geh mal her. Da sind sie. Wie arbeiten unsere Muskeln zusammen? Welche Arten von Muskelkraft gibt es? Und wie werden wir stärker? Das check ich für euch. Als erstes bin ich verabredet mit Sandro. Er ist Sportwissenschaftler und Fußballtrainer und kennt sich bestens mit Muskeln aus. Ui, guck mal, ein Parcours. Den muss ich gleich mal ausprobieren. Das hat sicher schon was mit Muskeln zu tun. Was für ein cooler Parcours. Ha, Mist. Hi Sandro. Hi Marina, wow. Nicht schlecht. Also ich glaube, meine Muskeln sind auf jeden Fall schon mal aufgewärmt von dem kleinen Parcours. Aber sag mal, wo habe ich die überhaupt und wofür brauchen wir die? Im Grunde hast du eindrucksvoll bewiesen, wofür man die Muskulatur braucht, nämlich vor allem für die Bewegung. Die Muskulatur hilft uns quasi, jedes Gelenk zu bewegen, die Knochen zu bewegen auch. Mhm. Dass du so aufrecht stehen kannst, verdankst du deine Muskulatur. Ja, zum Beispiel dein Po. Dass du den, wenn du den anspannst, kannst du gerade stehen. Dein Nacken, der ist wichtig, damit du deinen Kopf halten kannst. Sonst würde der einfach wupp nach vorne fallen. So ist es, genau. Also allein dafür, dass ich aufrecht stehen kann oder sitzen kann, brauche ich schon meine Muskulatur. Allerdings. Und wenn ich alles locker lasse, dann falle ich um? Wie ein nasser Sack. Wie ein nasser Sack? Mhm. Das probiere ich mal aus. Ist gar nicht so leicht. Genau so. Okay. Aber die Skelettmuskulatur, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie sieht denn sowas aus? Kann ich dir gerne mal zeigen. Ja? Ich habe Herbert mitgebracht. Herbert? Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, sehr gerne. Voilà, das ist Herbert. An Herbert kann man alle Muskeln sehen, die im menschlichen Körper stecken. Insgesamt sind es mehr als 650. Das Weiße hier ist das sogenannte Bindegewebe. Damit sind die Muskeln an den Knochen befestigt. Das ist Herberts Popo? Ja, vom Volumen her ist es unser größter Muskel, der große Gesäßmuskel. Ja, der ist schon groß. Unser längster Muskel verläuft vom Becken über den Oberschenkel bis zur Innenseite des Schienbeins. Unser stärkster Muskel ist übrigens der hier, der Kaumuskel am Kiefergelenk. Der hat 80 Kilo Kraft, wenn man so will. Entspricht also quasi, wenn du einen erwachsenen Mann einfach mit deinem Kiefer hältst. 80 Kilo, genau. Wow. Okay, aber hier im Gesicht von Herbert sind ja ganz, 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 ganz viele total kleine Muskeln. Wieso brauchen wir denn im Gesicht auch Muskeln? Da mit dem Gesicht müssen wir ja gar nichts hochheben oder so. Für deine Mimik vor allem brauchst du die Muskulatur im Gesicht. Ah, also selbst um die Augenbrauen hochzuziehen, brauche ich meine Muskeln? Ja. Und um mit der Nase zu wackeln? Genau. Und um so zu machen? Genau. Mach mal so.
Das sind alles Muskeln? Alles Muskeln. Wisst ihr was? Es gibt eine richtig gute Möglichkeit, sich einen echten Muskel ganz genau anzuschauen. Und zwar ohne Haut drüber und so. Das zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist nämlich ein Stück Schweinefleisch. Also genauer gesagt eine Schweinelende. Also vom Rückenmuskel hier vom Schwein. Diese Stelle hier. Das ist nämlich wirklich so. Das Fleisch, das wir essen, ist nichts anderes als die Muskeln von Tieren. Und genau wie bei uns besteht dieses Stück Muskel aus unzähligen, ganz, ganz winzig kleinen Muskelfasern. Das kann man jetzt mit bloßem Auge gar nicht mal so gut sehen. Aber um das ein bisschen besser anschaulich zu machen, baue ich jetzt mit Sandro ein Modell. Ich habe jetzt hier mal ein paar Sachen mitgebracht. Das musst du dir jetzt vorstellen, ist dein Oberarm, ja, also dein Knochen und der Unterarm. Okay. Genau. Und zwar ist das jetzt hier die Muskelfaser, diese kleinen Kabel hier. Die sind zu einem Muskelbündel zusammengenommen. Okay. Und mehrere Muskelbündel zusammen. Ja. Ergeben dann den Muskel, wenn man so will. Ah, okay. Darum wiederum ist eine Muskelhaut. Okay, da tun wir die alle rein? Ja, genau, halt mal auf, genau. Wir stellen uns vor, dass unser selbstgebastelter Muskel ein Bizeps ist. Der Bizeps ist am Unterarm befestigt, in unserem Modell mit diesem Klebeband. Das hier sind die Sehnen. Was jetzt noch fehlt, ist anscheinend diese Lichterkette? Sie zieht sich quer durch das Muskelfaserbündel. Die Lichterkette soll jetzt unsere Nerven darstellen. Und wenn die Nerven aktiviert werden, die aktivieren wiederum die Muskelbündel. Und dadurch können wir erst im Grunde unseren Muskel anspannen. Ach klar. Ohne die Nerven wäre das nämlich gar nicht möglich. Okay, und das heißt, die Lichterkette, die wurstelt sich durch den ganzen Körper bis in unser Gehirn. Ja, wenn ich jetzt so will, kann ich das jetzt bis zu deinem Kopf hier machen. Okay, so und im Gehirn entsteht dann die Idee, ich möchte oder muss für eine bestimmte Bewegung jetzt meinen Arm beugen. Ganz genau. Und dann wird ding, 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 ding über die ganzen Lämpchen weitergeleitet, das Signal, Arm beugen und dann weiß der Muskel, was er machen soll. Genau. Das Gehirn entscheidet, wie viel Kraft gerade gebraucht wird, also wie viele Muskelfasern aktiv werden sollen. Bei einem leichten Bleistift braucht man eher wenig Muskelfasern. Bei einem schweren Wassereimer eher viele. Bist du bereit? Wer gewinnt, kriegt ein Eis. 3, 2, 1. Okay, ich glaube, das dauert hier ein bisschen. Für euch gibt es jetzt erstmal die Mitmachfrage. Welcher Muskel ist der wichtigste? A. Der Bizeps? B. Der Po-Muskel? Oder C. Das Herz? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Erinnert ihr euch noch an meinen Parcours? Sandro sagt, für solche Bewegungen müssen fast alle Muskeln in meinem Körper zusammenarbeiten. Sie haben dann ganz unterschiedliche Aufgaben. Wie dieses Zusammenspiel der Muskeln funktioniert, checke ich jetzt. Checkerfrage: Wie arbeiten unsere Muskeln zusammen? Sandro liebt Fußball. Deswegen filmen wir uns beim Fußball. Und zwar in Zeitlupe. So können wir gleich ganz genau angucken, wie die Bewegungen ablaufen. Und ob es einen Unterschied gibt zwischen Sandro, der jede Woche Fußball spielt, und mir. Ich mache das eher selten. Merkt man kaum, oder? Film ab. Jetzt schau mal, das ist jetzt mein Schuss. Siehst du, wie mein Standbein direkt neben dem Ball steht? Und vor allem, wie mein linker Arm so ausholt nach hinten? Genau. Dadurch kriege ich eine bessere Vorspannung in den ganzen Körper hinein, sodass alle Muskeln, die zusammenarbeiten, für die Bewegung optimale Kraft ausüben können, für den Schuss dann. Guckt mal, die Muskeln in Sandros Standbein stabilisieren seinen ganzen Körper. Der Po-Muskel hält das Becken gerade und dank der Muskeln im Oberkörper steht der ganze Körper unter Spannung. Im Moment des Schusses kann ich dann die ganze maximale Kraft entfalten auf den einen Punkt, wie eine Peitsche. Ist ein guter Schuss. Ja, vielen Dank. Okay. Jetzt schauen wir mal deinen Schuss an. Oh je, das sieht nicht so offen und dynamisch aus wie bei Sandro. Ich habe irgendwie einen Knick in der Hüfte und mache mich ein bisschen klein. Naja. Ja, woran liegt denn das jetzt, dass das bei mir nicht so professionell aussieht und bei dir so cool? Ich habe diese Bewegung schon sehr oft gemacht. Das bedeutet, dass ich einfach vielleicht ein bisschen trainierter bin. Also über das Training
trainiere ich nicht nur den einzelnen Muskel, die Kraft des einzelnen Muskels, sondern auch das Zusammenspiel der Muskulatur. Dass ich im Grunde, wenn ich trainierter bin, auch weiß, welche Muskeln ich wann aktivieren muss. Durch Training lernt unser Gehirn Bewegungsmuster, die es dann abspeichern und immer wieder abrufen kann. Also ich habe ja früher viel geturnt. Mein Gehirn hat Übungen wie diese hier gut eingespeichert. Für Sandro dagegen sind die Bewegungsmuster neu. Sein Gehirn muss erst lernen, wie hier die Zusammenarbeit der Muskeln funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Danke, Sandro. Richtig cool. Bei jeder Bewegung arbeiten viele Muskeln gleichzeitig. Einer macht die Hauptarbeit, andere stabilisieren und unterstützen. Gecheckt. Hallo, ich bin dein Herz. Hi. Ich bin in deinem Körper der allerwichtigste, unentbehrlichste Muskel von höchster Bedeutung, also äußerst bedeutsam. Okay, jetzt mach mal langsam. Was soll denn da die Atemmuskulatur sagen? Die ist doch auch wichtig. Und überhaupt, also, wie siehst denn du aus? Toll. Da macht man sich einmal hübsch. Ah, herzlichen Dank. So sieht's doch gut aus. Okay, jetzt mal im Ernst. Das Herz ist der wichtigste Muskel in unserem Körper. Guck mal. Hier, so sieht es aus. Und hier, überall, hier und hier, alles Muskelfasern. Hier auch. Irre, oder? Fühlt mal, ob ihr euren Herzschlag spüren könnt. Jedes Mal, wenn es so dum-dum macht, dann zieht sich der Herzmuskel zusammen und lässt wieder locker. So, dum-dum. Jedes Mal. Und damit pumpt der Herzmuskel Blut durch unsere Adern, durch den ganzen Körper. So wie diese Pumpe hier. So. Und hier. So. Das hier ist unser Herz. Also der Herzmuskel ist entspannt und der Herzmuskel spannt an. Und lässt wieder locker. Und spannt an, lässt wieder locker. So, in diesem Tempo. So. Dum-dum. 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 Also das, was meine Hand hier macht, ist das Zusammenziehen und Loslassen des Herzmuskels. Diese Blutpumpe ist lebenswichtig. Mit dem Blut wird der Sauerstoff, den wir einatmen, durch den ganzen Körper transportiert. Alle unsere Körperteile brauchen Sauerstoff, damit sie funktionieren. Ganz besonders unser Gehirn. Leute, guckt euch diese Frau an. Das ist Sandra, die stärkste Frau Deutschlands. Ihr Sport heißt Strongman und darin ist sie wirklich gut. Sie hält sogar einen Weltrekord. Dieser sogenannte Atlasstein wiegt 157 Kilo. Wahnsinn, oder? Und jetzt ratet mal, wohin ich gerade auf dem Weg bin. Zu Sandra natürlich. Mit ihr kläre ich jetzt meine zweite Checkerfrage. Welche Arten von Muskelkraft gibt es? Sehr schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich auch zu sehen. Wow. Kann ich das mal ausprobieren? Na klar, probier's gerne mal. Wie viel Kilo sind das? 45. 45 Kilo? Mhm. Das ist ungefähr so viel wie ich. Dein Körpergewicht? Ja. Nicht schlecht, wenn du es hochhebst, ist es schon richtig gut. Ist schon gar kein Problem. Mhm. Einfach so hoch? Ja, genau. Erst greifen, Rücken gerade und damit aufstehen. Rücken gerade. Mhm. Okay. Ja. Okay. Und jetzt hoch? Ja. Okay, wenn ich jetzt richtig oft zum Training gehen würde und das jeden Tag versuche, könnte ich dann genauso stark werden wie du? Wenn du viel trainierst, kannst du definitiv richtig, richtig stark werden. Du musst es aber auch immer im Verhältnis zu deinem eigenen Körpergewicht und zur Körpergröße sehen. Dadurch, dass ich natürlich auch viel größer bin und mehr wiege, werde ich tendenziell natürlich auch stärker werden. Es gibt aber auch verschiedene Kräfte. Zum einen gibt es die Maximalkraft, dann gibt es die Schnellkraft und die Kraftausdauer. Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer. Genau. Und es sind unterschiedliche Kraftarten, in denen du auch unterschiedlich gut oder schlecht sein kannst, je nachdem, wie viel du auch in den einzelnen Bereichen trainierst. Und das probieren wir einfach mal aus, würde ich sagen. Okay, drei verschiedene Kraftarten probieren wir aus. Mhm. Okay, ich bin sehr gespannt. Da
Tada! Fertig umgezogen, zu allem bereit. Sandra, was machen wir jetzt hier? Jetzt sind wir bei unserer ersten Station, und zwar die Kraftausdauer. Okay. Und zwar laufen wir jetzt mit diesen Koffern, könnte man sagen, Koffer tragen, so lange wie wir können, hin und her. Ohne Absatz. Das heißt, wir heben das einmal hoch und tragen das so lange, wie wir können. Okay, das klingt sehr gut. Dann lass uns loslegen. Ja. Das Ganze nennt sich Kofferlauf. Und deswegen nehme ich dafür auch echte Koffer. Sandra legt auch noch mal ein bisschen Gewicht obendrauf. Okay, dann du hast legen wir los. 90, ich 50. 90 gegen 50, so lange wie wir können. Los. Ihr denkt jetzt vielleicht, was ist da jetzt so schwer? Aber jeder meiner Koffer wiegt so viel, als hätte ich da Klamotten für 3 Wochen drin. Langsam brennen meine Muskeln und es fühlt sich an, als würden meine Arme immer länger werden. Okay. Sandra, ich kann nicht mehr. Ja, ist anstrengend, ne? Bei Kraftausdauersportarten geht es ums lange Durchhalten. Jede Bewegung einzeln kostet vielleicht nicht so viel Kraft, aber auf die Dauer wird's anstrengend. Okay, Station 2. Ja, genau. Was machen wir hier? Hier geht es um die Schnellkraft oder Explosivkraft. Schnellkraft bedeutet, ich will in so kurzer Zeit wie möglich so viel Gewicht so schnell wie möglich beschleunigen. Okay, also die Kraft, die wir jetzt anwenden, ist so genau. Wie eine Explosion. Richtig. Sandra macht's vor. Ihr Sandsack wiegt 12 Kilo. Mein Ball nur die Hälfte. Oh, wow. Okay, alles klar. So. Wichtig. Du willst die Kraft aus den Beinen übertragen, ja. Und dann willst du aus den Beinen raus beschleunigen, dich komplett strecken und schnell und explosiv sein. Okay. Streck dich, beschleunigen. Ja! Schnellkraft bedeutet, die Kraft im Körper in Sekundenbruchteilen explodieren zu lassen. Diese Boxerinnen lassen ihre Hände so fest und schnell es geht nach vorne schießen. Beim Volleyball schmettern die Sportlerinnen den Ball mit mehr als 100 km/h über das Netz. Beim Sprint wird Schnellkraft gebraucht und bei jeder Art von Sprung. Alle Muskelfasern werden gleichzeitig aktiv und arbeiten im richtigen Moment zusammen. Hier sind wir angekommen bei der spektakulärsten Station, der Maximalkraft mit Atlassteinen. Atlassteine? Mhm, genau. Betonkugeln. Kugeln. Genau. Kugeln? Ja. Okay. Nee, nicht so. Wir wollen die heben. Heben. Genau, weil es geht um die Maximalkraft. Das heißt, wie viel Kraft du maximal aufbringen kannst, um eine Sache einmal hochzuheben. Mhm. Okay, die große Kugel ist für dich. Genau, das ist meine, die wiegt 110 und das ist die leichteste, die wir haben. Die wiegt 75 Kilo. 110 und die leichteste ist 75 Kilo? Genau, richtig. Das glaube ich ja nicht. Oh Gott. Okay, mal ausprobieren, wie viel Kraft ich aus meinem Körper rausholen kann. Okay, also der bewegt sich wirklich nicht einen Zentimeter. Ich habe keine Chance. Diese Kugel hier wiegt so viel wie ein Babyelefant. Irre, dass Sandra das heben kann. Oh. 110 Kilo. 110 Kilo, genau. Oh, Wahnsinn, ey. Die wichtigsten Kraftarten sind Kraftausdauer, Schnellkraft und Maximalkraft. Gecheckt. Unsere Körper brauchen Bewegung, um gesund zu bleiben. Also Radfahren, Schwimmen, Toben, Spielen, das alles hält uns fit. Und auch regelmäßiges Krafttraining ist sehr gut für unsere Gesundheit. Starke Muskeln entlasten unsere Gelenke, sie machen unsere Knochen stabiler und sie halten uns beweglich. Wer sich fit hält, hat sogar ein geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Und Krafttraining macht uns sogar schlauer. Beim Muskeltraining werden verschiedene Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, die verhindern, dass Gehirnzellen absterben und sie sorgen für den Aufbau von neuen Gehirnzellen. Und wer sich angestrengt hat, ist danach entspannter und zufriedener. Sandra macht schon seit mehr als 18 Jahren Krafttraining. Kein Wunder, dass sie viel stärker ist als ich. Schaut mal ihre Hanteln an und dagegen meine. Ein bisschen stärker wäre ich schon gerne. Und dazu passt auch meine dritte Checker-Frage. Wie werden wir stärker? Wie macht man das denn? Wie wird man denn so kräftig?
Also es gibt drei Punkte, aber der erste Punkt, mit dem man anfangen muss, ist erstmal Training. Aber was genau ist denn jetzt dann eigentlich Training? Also Training bedeutet, du musst dem Muskel oder dem Körper erstmal einer gewissen Belastung aussetzen. Belastung oder Stress in irgendeiner Form. Das heißt, beim Krafttraining möchte ich ein Gewicht von A nach B bewegen oder ich tanze oder ich mache irgendeine andere Sportart und dann steigere ich mich einfach. Ich steigere mich immer weiter und trainiere eben und gebe dem Muskel immer mehr Last, damit er sich immer weiter anpassen muss. Wenn wir unseren Muskeln regelmäßig eine größere Belastung zumuten, senden sie eine Botschaft ans Gehirn. Wir brauchen hier mehr Power. Bitte die Muskelfasern stärken. Dafür braucht der Körper Baumaterial, die sogenannten Proteine. Sie stecken zum Beispiel in Fleisch und Fisch, Eiern, Milchprodukten und in Hülsenfrüchten wie Bohnen oder Linsen. Während der sogenannten Regeneration, in den Pausen zwischen dem Training und während wir schlafen, werden die Baumaterialien in neue Muskelfasern verwandelt und der Muskel wird stärker. Wenn wir unsere Muskeln im Training regelmäßig belasten, verstärkt der Körper die Muskelfasern und wir bekommen mehr Kraft. Gecheckt! Okay, jetzt. Gleich habe ich ihn. Was ist das? Was? Das war geschummelt. Oh, dafür kriegst du jetzt aber kein Eis. Okay, für euch gibt's jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Und von dir will ich eine Revanche. Ich wollte von euch wissen, welcher Muskel ist der wichtigste? A, der Bizeps, B, der Po-Muskel oder C, das Herz? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Jetzt mal im Ernst. Das Herz ist der wichtigste Muskel in unserem Körper. Richtig ist also Antwort C, das Herz. Hab ich doch gesagt. Okay, Leute. Sandra hat jetzt noch was richtig, richtig Krasses vorbereitet. Und zwar wird sie diesen LKW ziehen. Der wiegt 8 Tonnen, also 8000 Kilo. Das ist so viel wie 2 indische Elefantenbullen. Und Sandra, das muss ich unbedingt sehen. Ja. Und go! Was? Sofort? Oh mein Gott, ist das krass! Was? Oh, ist das krass. Das ist es. Das hast du geschafft. Oh, ist das was? Ist das krass? Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Wow. Hui. Also wenn ich das jetzt versuche, habe ich so ein bisschen im Gefühl, dann schaffe ich das nicht alleine. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich habe eine richtig gute Idee. Du erholst dich kurz und ich komme gleich zurück. Mach mal. Hier kommt meine Verstärkung. Du hast die Hilfe geholt. Ja. Bereit? Ja. Glaubt ihr, wir schaffen das? Ja. Schaffen wir das? Auf jeden Fall. Okay, dann glaube ich das auch. So, gerade das Seil. Abspannung. Mach jeder hat seinen Platz am Seil? Ja. Okay, startklar. Los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Und los. Und fest. Jawohl. Gar kein Problem. Super! Und weiter! Wow! Gleich sind wir da! Hey, haben wir es geschafft? Ja! Yeah! Richtig gut! Oh Mann, Leute, wir haben gerade zusammen den LKW gezogen. Alleine hätte ich das niemals geschafft, aber klar, zusammen ist man ja auch viel stärker als alleine, oder? Ja! Yeah! Aber das war's vom Muskelcheck. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Die, die schnell versteht und auch gern auf Wolken steht. Das ist Marina.